Was ich vermisse von New York, ist wirklich so der Alltag, also so das Bewegen im Alltag, wo so ein anderes Bewegen ist als da. Ich habe dort wie so mein kindliches Auge, meine kindlichen Augen wieder entdeckt. Jetzt sind sie schon wieder ein bisschen verschwunden, aber dort habe ich das Staunen und die Neugier und das Überraschtsein und so das so die Wachsamkeit kleinen Sachen gegenüber. Wir haben damals, bevor du gegangen bist, darüber geredet, wie du wirst arbeiten, wie der Arbeitsprozess dort wird sein. Und so einen kurzen Ausschnitt, den wir doch mal schnell zusammen anschauen. Ganz am Anfang dachte ich, ja, ich würde mich beschränken, wahrscheinlich auf die Zeichnung und vielleicht wieder mal anfangen mit Fotografie. Weil ich das auch vor ein paar Jahren recht intensiv mal gemacht und dachte, es wäre schön oder eine gute Gelegenheit, das Medium gerade wieder mal vorzunehmen. Aber irgendwo habe ich Lust, plastisch zu arbeiten, trotzdem. Vielleicht wird es einfach klein oder vielleicht wird es etwas, was dann halt mit dem Schiff heim muss. Das lasse ich mir wie oft. Wenn ich vorhabe, ah, ich möchte jetzt das und das machen, sei es Kultur oder irgendetwas, dann gehe das Material suchen und schaue, was gibt es. Und das irgendwie zu finden und in der U-Bahn irgendwie transportieren, Holz oder was auch immer. Das war genau so. Das ist ein Abenteuer. Ja, und das mit dem Material und mit dem Suchen, das ist sehr schön in dem New York. Und halt darin, durch ihre Arbeit, hat sie so viele Orte kennengelernt. Also, es ist deine Zwillingsschwester, die jetzt seither eng an Kunstprojekten arbeitet. Ja. Sie hat mir dann so Orte gezeigt. So in Chelsea im Carmen District gibt es ganz viel Stoff und Pailletten und Perlen und so. Das hat mich eben so erstaunt, New York. New York ist alt, New York ist marot, New York ist so, das bröckelt. Du kommst in die Häuser rein, dann hat es so irgendein alten Lift, der so auf halber Stufe irgendwie hält. Dann hüpfst du rein, fährst irgendwie sechsten Stock und dann bist du so in einem Geschäft, nur mit Federn. Wirklich nur mit Federn. Und es hat überall so schöne Wundertüten und man muss wie einfach nur rein und schauen. Und also, du lässt dich vom Material inspirieren, oder? Ja. Das Material gibt dir ein vor, was du dann schaffst, oder ja, da muss man so wieder, muss man wirklich vertrauen, da muss man wirklich dem Zufall vertrauen. Es gibt einen so einen Laden, der heißt Complete Sculpture, das ist so Tribeca in dieser Richtung. Und die haben so ganz viele Sachen zum Skulptur machen. Dann habe ich so ein Material gefunden, das heisst Boneware. Und der Kopf und die Hände sind aus dem Boneware. Er hat hier einen Titel, oder? Ja, er heißt «Die Möglichkeit, anders zu werden» oder «Changing Faces». Jetzt so von der Thematik her, ich glaube, die Stadt, das hat überall wie so Umkleideräume. So, du könntest überall zu einer neuen Identität werden, der Stadt. Es ist wie alles möglich. Und es würde sich auch niemand wundern. Da ist man nicht ganz so frei, sich zu verändern oder Sachen auszuprobieren. Aber ich glaube, in New York wundern sich die Leute nicht wundern. Sie freuen sich, wenn du etwas anders bist. Ja. Also wenn du von einem Tag auf den anderen ja, zu jemand anderem wirst? Ja, das wäre glaube ich kein Problem. Also sofern das möglich ist, ist es einfach so? Also nein, ich meine, mit anders werden, ich glaube, in der Stadt hast du die Möglichkeit, so verschiedene Welten zu tauchen, dass du wie kannst ausprobieren. Oder klar, vielleicht ist es für mich jetzt auch wie, natürlich durch die Fremde gibt dir immer wieder natürlich die Möglichkeit, dass du etwas kannst verändern kannst. Weil du bist ja dort wie so fremd, anonym und hast du da die Möglichkeit, neue Sachen bei dir zu entdecken und die dann auch auszuprobieren. Mhm. Also es gibt auch mehr Orte zur Verfügung, wo man Verschiedenes erfahren und sich selber anders erleben kann. Also. Es gibt einfach so viele verschiedene Orte, wo die Vielfältigkeit die gibt es bei uns gar nicht. Nur schon das, dass so viel Kultur aufeinanderprallt und die Kultur hat dann so eine Intensität, wie sie gelebt werden. Du bist aber doch sehr intensiv im Voraus von allein in New York. Mhm. Und für dich sind Gret und da gibt es auch noch kurz etwas um zu zeigen. In meiner Arbeit geht es grundsätzlich immer eigentlich um mich. Ob das so ganz direkt so gezeigt wird, ist die andere Frage. Aber es ist eigentlich immer eine Auseinandersetzung mit mir, mit meinem Innenleben auch.
Oder wie nehme ich die Außenwelt wahr und den Mix von diesen beiden Sachen. Das sind natürlich auch viele Erinnerungen, Erlebnisse, Zustände. Und das bin ich sehr gespannt. So das zurückgeworfen sein auf sich selber und dann so reingeworfen werden in die lebendige Welt. Durch das, dass ich weg sein kann an einem fremden Ort, ohne einen Druck, ohne auch mit dem Wissen, wie geht wieder zurück. Also nicht, dass ich jetzt muss dort anfangen, ein Leben aufbauen. Mit dem Wissen, ich bin jetzt einfach für die Zeit da. Das ist so ein, Go für so viel, wo man plötzlich wie zulässt, auch bei sich selber, wo man so nachdenken kann oder es ist wirklich so ein freies, also ein befreiendes Gefühl. Über das hast du eigentlich auch geredet, schon letztes Mal, als wir uns gesehen haben, dass deine Arbeiten auch ein Spiel mit Emotionen beinhalten. Mhm. Für mich ist Kunst schon etwas sehr Emotionales und spielt fest mit dem Gefühl des Zuschauers oder des Betrachters. Ob der Künstler das will oder nicht, es passiert sowieso. Und mir ist dieser Punkt sehr wichtig. Ich möchte sehr fest mit dem arbeiten und hoffe halt wie, dass der Betrachter das mitnehmen kann. Vielleicht ist es auch etwas anderes, aber dass es wie bei ihm wie etwas passiert. Ob es genau das ist, was ich wählen kann oder was für mich war, das glaube ich nicht, aber es spielt auch keine Rolle. Ja, ich glaube, das ist nach wie vor so. Der Arin und meiner Arbeit geht es eigentlich meistens oder eigentlich immer um wie so eine Zwischenebene, wie so ein Ort, wo so Sachen, die unaussprechlich sind oder Sachen, die man nicht genau beschreiben kann, sichtbar werden. Also zum Beispiel in der letzten Ausstellung in Basel, dem Architekturmuseum, hat es ein Fragment von einem Hausteil. Es sollte wie ein Strandhaus sein. Es ist so durchlässig, so mit Plexiglas und Polystyrol-Tapplatte und Holz. Und er ist auch nicht fertig, er lehnt so an der Wand, das wäre so müde, das hätte ihn jemand einfach so abgestellt. Das ist zum Beispiel jetzt eine Arbeit, wo wir halt ganz viel von unseren Gedanken oder Träumen oder Sehnsucht oder wo einfach auch der Betrachter kann hingehen und Sachen ablecken oder dort verweilen oder mit dem Ort auch machen, was er will.